Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 5. Juli 2018? Es ist kein Geheimnis, dass ich mich neu orientiere. Und das ist die indische Astrologie, weil das ist für mich viel präziser und stimmiger erscheint. Ich möchte aber nicht ganz verabschieden von unserem westlichen Astrologie. Im heutigen Tag, bei Sonnenaufgang, steigt die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Bei indischen Astrologie, sie berechnen das anderes, in diesem Moment steigt noch die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Ich würde das mal so beschreiben, das stimmt auch für Zwillingsgeborenen und auch für Krebsgeborenen ein Aufstieg oder etwas ins Licht zu bringen, die Wahrheit suchen oder die Wahrheit erfahren, mehr Klarheit und Orientierung. Die Krebsgeborenen können damit rechnen, dass Einflüsse kommt von außen. Das ist sehr gefühlsvoll, das ist unterstützend, vielleicht Glück oder Überraschung, unerwartete Ereignisse. Und die Krebsgeborenen bekommen auch ihre Rechte oder in eine rechtliche Lage geht alles voran. Für die Krebsgeborenen ist wichtig, die innere Ruhe bewahren, nicht zweifeln daran, alles geschehen lassen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Und Venus, die Liebesplanet, bewegt sich jetzt in Tierkreiszeichen Löwe, so berechnen die westlichen Astrologen, aber berechnen auch die indischen Astrologen, weil ab heute bewegt sich Löwe nach indischen Astrologie auch in Tierkreiszeichen Löwe. Und es ist ein wichtiges Thema, auch die karmischen Erinnerungen, karmischen Begegnungen sind auch möglich. Die Gespräche, die Kommunikation nach westlichen Astrologie wird berechnet, dass Merkur, und das symbolisiert die Gespräche, die Kommunikation und die Handlungen, bewegt sich schon im Löwe nach indischen Astrologie, ist aber noch in Tierkreiszeichen Krebs. Ich würde das auch so beschreiben, dass wohl auch die Krebsgeborenen, auch die Löwengeborenen, ist es sehr wichtig, die Kommunikation, und sie sollen ihre Meinung vertreten, andere damit überzeugen, auch wenn das Anfang nicht ganz stimmig ist, aber dieses Gespräch hat die Wichtigkeit und dann kann man das beenden, davon befreien und dann ein Neuanfang oder eine Versöhnung starten. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren haben die Basis, die Sicherheit und die Stabilität. Und mit diesem Basis können Sie etwas Neues starten, etwas Neues beginnen. Nach indischen Astrologie, was die Sonnenenergie vermittelt im heutigen Tag, ist eine sehr gute Energie, etwas Neues starten, etwas Neues beginnen, auch beruflich, auch in die Liebe, Partnerschaft, eine Versöhnung oder ein Neuanfang. Aber es ist auch Heilenergie und auch die Lebenskraft, so wird das nach indischen Astrologie beschrieben. Die Kraft ist da, es ist gut, etwas Neues zu beginnen und sehr gut auch bei Heilung, bei Heilprozess und auch sehr gut bei Abnehmen, also im heutigen Tag die Diät starten zum Abnehmen, so ist diese Energie unterstützend. Aber zurück zum Jungfrau geboren, sie haben die Stabilität, sie haben diese Basis und auf dieser Basis können sie bauen und etwas Neues starten. Veränderungen, kleinere Veränderungen werden da sein bei den Jungfrau geborenen. Sie können damit rechnen, auch familiär und auch in Wohnsituation.
Die Tierkreiszeichen Waage Geborenen brauchen die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Die Waage Geborenen haben tolle Ideen und das können sie umsetzen im Tat. Es fehlt noch die Orientierung, aber sie bekommen Unterstützung durch ein Gespräch oder die liebe Partnerschaft, die Partner oder Partnerin unterstützt dabei. Weil in die liebe Partnerschaft haben die Waagegeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sollen intuitiv handeln und auf ihren Träume vertrauen. Nichts erzwingen, alles geschehen lassen, weil daran liegt das Glück bei die Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborene ändert sich etwas beruflich. Sie haben gute Chancen für einen Neuanfang. Und in die liebe Partnerschaft haben die Schützengeborenen auch Glück und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen können mit unerwarteten Ereignissen, mit einer Überraschung rechnen oder eine Einladung oder ein Geschenk. Es ist aber schön und angenehm. Die Steinbockgeborenen fühlen sich zurzeit kraftlos. Das ist die rückläufige Mars im Steinbock. Nach indischen Astrologie bewegt sich Mars im Steinbock. Und in unserer westlichen Astrologie wird gesagt, Mars bewegt sich rückläufig in Tierkreiszeichen Wassermann. Wir können diese Energie mal zuordnen zu beiden Tierkreiszeichen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann geborenen ist auch ein Neuanfang möglich, weil sie haben die Möglichkeiten, die Chancen zu einer Versöhnung oder für einen Neuanfang. Was auch wichtig bei den Wassermann geborenen, die Gespräche suchen oder zuhören, was der andere meint. Anfang kann das noch unangenehm sein, das kostet auch Kraft, andere davon überzeugen. Aber das führt zum Ziel, das führt zum Versöhnung und das bereinigt alles. Also die Gespräche sind zurzeit sehr wichtig bei den Wassermann-Geborenen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben Glück vorausgesetzt, ist die Vertrauen, das Fluss des Lebens, wenn sie intuitiv sind und auf ihren Träumen hören und sie daran glauben, einfach geschehen lassen. Nach indischen Astrologie bewegt sich Mond in Tierkreiszeichen Fischen und die indischen Astrologen sagen, das ist eine stabilisierende Energie. Alles, was wir gerade beginnen, das führt zum Sicherheit und Stabilität. Das ist eine gute Basis. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben Heilenergie und sie befinden sich gerade in einer Heilung oder einem Reinigungsprozess. Die Wiedergeborenen haben Kraft und Mut, etwas Neues starten oder etwas in Ordnung zu bringen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten und in die liebe Partnerschaft, aber auch beruflich haben die Wiedergeborenen gerade Glück. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen können mit einem unerwarteten Ereignis rechnen, eine Überraschung oder eine Einladung, aber dieser Einfluss von außen ist sehr gut für die Stiergeborenen. Es kommt etwas Erfreuliches. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben gerade Kraft und Mut, etwas zu bewältigen. Es geht alles voran bei den Zwillingsgeborenen und sie werden klärende Gespräche führen, sie werden sich durchsetzen, sie werden ihre Ideen umsetzen im Tat, weil sie starten gerade einen Neuanfang. Und das war mein Tageshoroskop und ich möchte noch die Blitzberatungen erklären, was ist es und wie funktioniert es. Die Blitzberatungen sind E-Mails-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen Ihren Fragen. Sie bekommen die Antwort noch im selben Tag oder alles spätestens im nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert.
Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.